Erik, ich moderiere die Veranstaltung heute hier. Also ich habe den Job dafür zu sorgen, dass die ganzen Jugendlichen aus Leonberg hier ihre eigenen Themen formulieren können. Also das Jugendforum hier in Leonberg funktioniert immer so, dass wir morgens eine Begrüßung durch den Oberbürgermeister bekommen. Das ist in diesem Jahr ja ein neuer Oberbürgermeister, der das zum ersten Mal mit uns mitmacht. Ja, mein Name ist Martin Kaufmann, bin Oberbürgermeister der Stadt Leonberg seit 1. Dezember 2017. Das Jugendforum ist erstmal das große Forum, aber ich denke, wir sollten den Jugendausschuss dazu nutzen, auch die Themen in den Gemeinderat direkt zu transportieren. Ganz am Anfang sind hier lauter Jugendliche, die noch nicht wissen, was auf sie zukommt. Ich bin hergekommen, um vieles zu verändern, weil mir einfach viele Sachen aufgefallen sind in Leonberg, die mich wirklich gestört haben. Ich bin heute hier, weil ich Informationen vor allem kriegen wollte über die zukünftige Entwicklung der Stadt Leonberg in Bezug auf Jugendprojekte. Ich bin schon der Überzeugung, dass Jugendliche viel mehr eingebunden werden sollten, weil die Jugend ist ja immer die Zukunft. Mein Name ist Thomas Brüggemann, ich bin der Jugendreferent der Stadt Leonberg und bin damit für alle Themen rund um Jugend und Jugendliche zuständig. Bei allen Themen, die Jugendliche betreffen, sind Jugendliche zu hören. Also meiner Meinung nach ist die Jugend von heute dafür verantwortlich, was später mal in der Welt passiert. Ich finde es auch gut, dass eben auch so viele Politiker hierher kommen, weil dann merkt man halt schon, dass sie sich auch dafür interessieren, was wir hier machen. Vom OB jetzt denke ich nicht, dass der einen so wirklich ernst nimmt. Ich denke, Herr Kaufmann meint schon ernst, wenn er sagt, er möchte uns ernst nehmen, er möchte viel einbringen. Ich glaube, es ist ein ziemlich guter Weg, Jugendliche für Politik zu interessieren, was wir hier machen, weil wir dafür sorgen, dass nicht die Jugendlichen sich über das zu unterhalten haben, was die Politik vorgibt. Man trotzdem die Chance hat, ein echtes Gespräch zu führen mit denen, die darüber entscheiden. An der Leonberger Politik interessieren mich natürlich in erster Linie Dinge, die mich direkt betreffen. Also die Schule, schulische Entscheidungen, Jugendplätze, dann natürlich Dinge wie öffentliches WLAN. Naja, wir haben ja jetzt hier den Stadtpark, auch ein Jugendhaus in der Nähe zum Beispiel zu machen. Ich glaube, dass man auch im Leo Center viele Räume hat, die man einfach als ein solches Jugendhaus oder als ein Jugendzimmer nutzen könnte. Unsere konkreten Ziele ist, unsere Schule schöner zu machen, moderner und eben mehr Geld für unsere Materialien bekommen zu können. Es ist schwierig, mit Jugendlichen sowas zu machen, weil wir haben ja ganz andere Interessen als jetzt die Politiker. Also ich glaube nicht wirklich, dass man da groß was ändern kann. Ich glaube, die ändern halt dann irgendwie was am Jugendhaus oder so. Ich glaube, man muss einfach so ehrlich sein zu Jugendlichen und sagen, liebe Leute, wir können Themen mit euch anfangen, aber bis die umgesetzt werden, dauert das echt lange, bis es eigentlich für euch schon zu spät ist. Ich glaube nicht, dass sich so viel ändern wird, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für Jugendliche zu lernen, wie man sich auszudrücken hat, wie man frei spricht, wie man Anschluss finden kann an politische Fragen. Ich war heute Morgen total aufgeregt, weil es ja mein erstes Jugendforum war. Ich war wirklich ganz nervös, so nervös war ich schon lange nicht mehr. Das fand ich total spannend, diesen Prozess mitzuerleben, mal in verantwortlicher Position. Ich war schon mal als Gast bei dem Jugendforum, da war es total entspannt. Jetzt als Veranstalter war es nicht ganz so entspannt für mich, aber gut, ich bin jetzt froh, dass es rum ist und ich glaube, es war gut. Ich glaube, es war gut und ich bin zufrieden. Jetzt, aber jetzt fängt die Arbeit erst an.